Okay, die folgende Situation ist also gegeben. Du hast hier diese seltsame Figur hier unten, die ein bisschen aussieht wie, ich weiß nicht, wie eine Sanduhr, wenn man sie drehen würde oder so, eine schiefe Sanduhr. Aber viel wichtiger sind erstmal die beiden Angaben hier oben. Und zwar einmal, dass die Strecke AB parallel ist, also diese beiden Striche heißen einfach nur, dass das linke ist parallel zum rechten und das kriegt natürlich auch noch einen Strich drüber. Also AB ist parallel zu CD, das sind die beiden hier, die auch recht parallel aussehen in dem Bild. Und dass die Strecke AE, also die hier, ist genauso lang, also ist kongruent zur Seite oder zur Strecke ED. Und wenn die beiden kongruent zueinander sind, heißt das im Endeffekt ja nur so viel wie AD wird genau in der Mitte geteilt durch den Punkt E. Also E ist der Mittelpunkt der Strecke AD. Und die Frage, die ich dir jetzt stellen will, ist, ist E auch der Mittelpunkt von BC? Also ich schreibe es hier oben nochmal hin. Ist E Mittelpunkt von BC? Ich meine, das ist ja auf jeden Fall eine Annahme, die man so treffen kann, denke ich. Es teilt die eine, wie soll ich sagen, die eine Schräge hier sozusagen, genau in der Mitte. Vielleicht teilt es ja beide automatisch dann auch genau in der Mitte. Aber ich meine, ohne dass du es beweisen kannst, werde ich dir das prinzipiell schon mal nicht glauben. Also, mach kurz Pause, denk drüber nach, Hinweis von mir wieder, zeichne einfach erstmal alle Angaben in diese Figur ein, die du kennst oder von denen du meinst, dass du sagen könntest, dass das auf jeden Fall belegbar ist. Und dann schaust du einfach, was du daraus schlussfolgern kannst und wohin dich das Ganze führt sozusagen. Okay, also dann probiere ich mich mal da dran. Mein Versuch wäre, also was ich jetzt zeigen will, ist, dass ob E der Mittelpunkt von BC ist oder andersrum, ich will zeigen, E ist der Mittelpunkt von BC. Und wenn E der Mittelpunkt von BC ist, dann müssen ja die Strecke BE und die Strecke C und die Strecke CE gleich groß sein, also kongruent zueinander gleich lang sein, genauso wie es ja hier bei AE und ED auch war. Okay, das weiß ich noch nicht, also mache ich mal die Striche wieder raus. Und um das zu zeigen, versuche ich einfach zu zeigen, dass das Dreieck ABE, also das hier auf der linken Seite, das sozusagen so nach oben zeigt, dass das einfach kongruent ist zu dem Dreieck CED, also das, was hier rechts nach unten zeigt. Weil wenn ich das weiß, dass die beiden kongruent zueinander sind, dann sind das ja hier die beiden Seiten, die auch zueinander korrespondieren würden, also wären die ja dann auch gleich lang. Also mein Ziel ist, zeigen, dass die beiden kongruent zueinander sind. Okay, das Gute ist, eine Angabe davon habe ich ja schon, um Kongruenz zu zeigen. Ich habe schon mal eine Seite, welche Seite sozusagen das auch immer dann sein wird in dem Kongruenzsatz. Also gucke ich erstmal, was ich noch weiß. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass dieser Winkel hier kongruent zu diesem Winkel hier ist, also der Winkel AEB. Ich schreibe es mir hier rechts gleich hin. Also das hier sind 1, 2, also ist das jetzt hier Aussage Nummer 3. Aussage Nummer 3 wäre der Winkel AEB, der Winkel, ups. Der Winkel AEB ist kongruent zum Winkel CED. Zum Winkel C, ups, jetzt habe ich das Winkelzeichen vergessen. Also ist kongruent zum Winkel CED. Okay, ich kann ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Warum ist das so? Ich mache mal hier rechts, schreibe ich mir immer noch hin, warum das so ist. AD und BC sind ja zwei Strecken in dem Fall, die sich genau treffen, also die einen Schnittpunkt haben und dann sind das beides hier ja automatisch Scheitelwinkel oder Gegenwinkel, sagt man manchmal ja auch, die sich halt direkt gegenüber liegen oder die sozusagen, deswegen heißen es Scheitelwinkel, weil sie am Scheitelpunkt gespiegelt wurden und dadurch müssen sie automatisch gleich groß sein. Okay, also schreibe ich mir jetzt hier hinten hin, mache ich mal in Klammern, weil Scheitelwinkel. Ja, sauber schreiben scheint heute nicht meine Stärke zu sein. Ich hoffe, du siehst mir das nach. Nicht Scheitelpunkt, Scheitelwinkel. Scheitelwinkel. Okay, super. Schon mal eine Angabe mehr. Das heißt, ich habe jetzt für das linke oder das rechte Dreieck, wie man sehen will, schon mal eine Seite und einen Winkel. Und das hatten wir schon mal besprochen. Für einen Kongruenzsatz sind drei Angaben immer erforderlich. Also unter drei Angaben wirst du es nicht hinkriegen. Zwei Angaben reichen nie aus, um genau ein Dreieck konstruieren zu können. Also bin ich jetzt auf der Suche nach nach einer weiteren Angabe. Okay, zu der Länge AB
kann ich zumindest nichts sagen, außer dass es die längste Seite ist. Und damit weiß ich, dass der Winkel hier AEB auch der größte Winkel in dem Dreieck ist und dementsprechend dann wahrscheinlich auch in dem hier drüben, wenn die beiden kongruent zueinander sind. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich auf die Länge kommen sollte davon. Auf die Länge hier kann ich sowieso nicht kommen, weil das ist ja die Länge, die wir suchen. Das heißt, ich muss wahrscheinlich mit Winkeln irgendwie weiterarbeiten. Und ja, der nächste Winkel, der mir jetzt so einfallen würde, wäre der hier oben zum Beispiel. Den könnten wir nehmen. Und ich behaupte jetzt einfach mal, zeichne mal in Rot ein, dass die beiden Winkel auch gleich groß sind. Also dass der Winkel BAE, der Winkel BAE ist kongruent zum Winkel, jetzt mache ich das mal hier genauso, dann ist das CDE, zum Winkel CDE. Okay, warum ist das so? Ich denke, das sieht man vielleicht nicht ganz so, nicht ganz auf den ersten Blick, aber du hast sogar mehrere Möglichkeiten, das rauszukriegen. Also ich zeichne mal jetzt einfach, das ist ja nicht verboten, ich zeichne die jetzt hier mal einfach weiter. Also ich mache jetzt mal aus der Strecke DA mache ich jetzt einfach mal einen Strahl DA und aus BA mache ich jetzt auch mal einen Strahl BA. Und das gleiche kann ich hier unten auch machen. Also mache ich prinzipiell einfach mal aus AD einfach eine Gerade. Und dann mache ich hier einen Strahl aus CD und aus BA mache ich auch einen Strahl. Okay, und jetzt hast du mehrere Möglichkeiten zu zeigen, warum der eine Winkel genauso groß ist wie der andere. Zum Beispiel könnte ich sagen, dass der Winkel hier, ich hatte ja eben schon mit dem Scheitelwinkel argumentiert, dass der Winkel hier der Scheitelwinkel zu dem Winkel hier oben ist. Ich denke, das ist ja recht offensichtlich. So, und wenn ich jetzt hier weitergehe, dann kommt der gleiche Winkel hier unten nochmal und CD und BA sind ja parallel zueinander, das heißt, die beiden Winkel hier, also der Winkel CDE genau, und der Winkel hier oben, den ich jetzt gerade nicht so gut benennen kann, die sind ja dann Stufenwinkel zueinander. Oder die andere Möglichkeit, die mir irgendwie immer eher auffällt, ist, dass das beides einfach Wechselwinkel sind. Also mit genau der gleichen Begründung. Vielleicht, wenn ich es einfach mal anders aufzeichne, sieht man es vielleicht leichter. Also, wenn ich jetzt so hier mache, dann ist ja der Winkel hier immer genauso groß wie der Winkel hier. Und genau das ist der Fall mit den beiden hier auch. Also, wie gesagt, mehrere Möglichkeiten. Entweder begründest du es mit der Winkel ist Scheitelwinkel zu dem und dann muss der Winkel hier auch der Stufenwinkel zu dem Winkel hier sein. Oder einfach nur, weil es kürzer ist und weil mir das irgendwie immer eher ins Auge sticht. Ich begründe das Ganze einfach damit, dass der Winkel, also der Winkel BAE, ist der Wechselwinkel zum Winkel CDE. Der Wechselwinkel. Wechselwinkel. Okay, damit haben wir jetzt schon mal drei Angaben auf jeden Fall. Wir haben hier oben ja eine Seite von dem Dreieck kennen wir jetzt. Oder wir wissen die Relation von der Seite zu der Seite, die ist gleich. Wir wissen, dass die beiden kongruent zueinander sind, was ja nur so viel heißt, wie dass die Winkel gleich groß sind und dass die Winkel kongruent zueinander sind. Das heißt, wir haben jetzt drei Angaben. Die Frage ist jetzt natürlich, gibt es auch einen Kongruenzsatz oder kann man daraus auch genau nur ein Dreieck konstruieren? Und ja, das kann man sogar. Ich wechsle mal nochmal die Farbe, damit das Ganze schön bunt wird. Und zwar sage ich jetzt einfach, die Aussage Nummer 5 wäre dann nämlich, dass das Dreieck AE, wie nenne ich es? AEB nenne ich es jetzt einfach mal. Das Dreieck AEB muss kongruent sein zum Dreieck. Jetzt versuche ich mal die Punkte hier auch gleich so zu machen, dass sie zueinander korrespondieren. Also AEB hatte ich jetzt, AEB, also ist das hier DEC. Die beiden sind kongruent, DEC, weil, und zwar ist das ja dann der Winkelseite-Winkelsatz. Der Winkelseite-Winkelsatz, der auch nur besagt hat, dass wenn du eine Seite hast und die beiden daran anliegenden Winkel, kannst du daraus nur genau ein Dreieck zeichnen oder konstruieren und dadurch hast du damit automatisch einen Kongruenzsatz, der auch dazu führt, dass die beiden dann hier kongruent zueinander sind. Naja, und wenn die beiden kongruent zueinander sind, dann nehme ich jetzt nochmal einmal eine andere Farbe, schließen wir ab mit Pink. Dann folgt ja direkt aus Nummer 5 auch, wenn die beiden kongruent zueinander sind, dann muss die Strecke BE ja auch kongruent sein zur Strecke CE. Zur Strecke CE. Das kommt aus Nummer 5. Und ja, damit haben wir die Frage ja beantwortet. Ist E Mittelpunkt von BC? Jo, muss auf jeden Fall der Fall sein.